Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich werde heute mit euch zusammen Hundeeis machen, weil es ist warm draußen, es ist Sommer und auch die Tiere brauchen mal so ein bisschen Abkühlung. Und da habe ich tatsächlich letztes oder vorletztes Jahr ein Hundeeis entwickelt, wie auch immer man das nennen mag. Ich meine, das kann jeder zu Hause selber machen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich will auch gar nicht allzu lange hier vorplänkeln oder nachplänkeln oder hin und her plänkeln. Du siehst es ja anhand der Videolänge, es geht recht zügig. Ich zeig dir erstmal, wie das Hundeeis quasi aussieht und nachher beim Hund ankommt. Bei Sammy vor allem. Sammy, war das gut? Und jetzt möchte ich dir einfach mal zeigen, wie man das Ganze herstellt. Das ist relativ simpel, aber schau selbst. Na Sammy, macht Frauchen jetzt was für dich? Nicht, dass du hier deinen Napf stehen hättest mit deinem Fressen. Aber du hast ja deinen Napf stehen mit deinem Fressen. Du könntest jetzt theoretisch Abend essen. Willst du nicht, ne? Nein, du willst Frauchen beobachten. Na gut. Ja, ich habe hier schon mal aufgebaut, was ich brauche. Und zwar habe ich mir hier einfach ein paar leere Schüsseln hingestellt. Da oben sind dann auch die Deckel dazu. Dann habe ich hier ein bisschen Nassfutter stehen. Dann, jetzt frisst er. Dann habe ich hier ein paar Leckerlis oben hingestellt, so als Topping. Und auch ganz wichtig, Wasser. Und ich würde empfehlen, warmes Wasser zu verwenden. Denn warmes Wasser gefriert schneller. Ja. Und deswegen habe ich das genommen. Und jetzt werden wir die einzelnen Schälchen befüllen und dann kommen die gleich in die Gefriertruhe. Und natürlich das Trockenfutter. Das ist ja der Hauptbestandteil neben dem Wasser. Das Nassfutter könnte man jetzt theoretisch auch so ein bisschen noch zerkleinern, aber ich möchte das eigentlich so als kleine Überraschung in der Mitte haben und lasse da einfach so ein Bröckchen drin.
Wow. So schauen die Pöttchen dann entsprechend befüllt aus. Ich habe das relativ gut verteilt, damit dann auch in dem ganzen Pöttchen, ne, wenn er das dann isst, er entsprechend was findet. Und jetzt füllen wir das Ganze auf mit Wasser, bis es ja fast voll ist, weil Wasser dehnt sich ja natürlich aus, wenn es gefriert. Dann kommt das in die Kühltruhe und eigentlich braucht das Ganze dann, ich sag mal so 8 Stunden, 10 Stunden, bis es halt gefroren ist. Und natürlich, je nachdem, wie viel Wasser man reingepackt hat und wie groß das ganze Ding ist, braucht es dann entweder länger oder kürzer, um halt komplett durchzufrieren. Gegebenenfalls kann man noch ein bisschen schütteln und die einzelnen Bestandteile ein bisschen döppen, damit es dann auch wirklich unter Wasser nachher geht und mit Wasser benetzt ist, damit auch nichts irgendwie groß da rausragt. Ein bisschen was wird oben rausragen, weil dafür sind die einzelnen Bestandteile auch zu sehr mit Luft befüllt, aber das ganze Eis wird nachher schön voll sein mit unterschiedlichen Futterpartikeln. So dass auf jeden Fall der Hund die ganze Zeit Lust dran haben wird, das Ding zu zerkleinern. Ich versuche jetzt natürlich, die Boxen so vorsichtig wie möglich zu schließen, damit ich hier auch nichts groß bewege, denn ich habe jetzt die ganze Geschichte auch so angeordnet, wie ich es gerne haben möchte. Deswegen ganz vorsichtig einfach verschließen. Schmeckt das gut, Marzi? No. Ja, ihr Lieben, so einfach funktioniert die ganze Kiste und ich meine im Prinzip, jeder Hundebesitzer hat genau die Zutaten zu Hause und das ist echt easy peasy. Es braucht halt nur ein bisschen Zeit, weil das Ganze gefrieren muss, aber ansonsten schnell gemacht und der Hund ist glücklich und immer wenn es draußen heiß ist und Sammy hechelnd reinkommt, dann kriegt er von mir ein Eis, das weiß er ganz genau. Er setzt sich meistens sogar tatsächlich genau vor die Vorratskammer, wo eben unsere Kühltruhe drin steht, weil er weiß, wenn ich mich dort hinsetze und hechel und Härchen hier immer wieder hinhole, dann kommt sie und gibt mir ein Eis. Er hat mich sehr gut trainiert, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!